Solange der Mensch lebt, ist derselbe Körper und Seele zugleich. Die Nerven, die Seele des Menschen werden von dem Körper ernährt und in lebendiger Bewegung erhalten. Verliert der Körper seine Lebenskraft, so tritt für die Nerven der Zustand der Bewusstlosigkeit ein, den wir Tod nennen und der schon im Schlaf vorgebildet ist. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass die Seele wirklich erloschen sei. Die empfangenen Eindrücke eines jeden Menschen bleiben vielmehr an den Nerven haften. Die Seele macht nur sozusagen seinen Winterschlaf durch und kann zu neuem Leben erweckt werden.